Die Funktion Lohnimport-Zeiterfassung steht Ihnen ab der Version 22.1 zur Verfügung. Sie benötigen dazu den Selectline-Lohn in der Skalierung Platin. Der Ablauf ist sehr ähnlich wie beim bisherigen Importassistenten und in unserem Beispiel haben wir eine Datei aus der Venabo-Zeiterfassung verwendet. Los geht's! Um nun eine entsprechende Datei zu importieren, klicken wir im Selectline Lohn auf Schnittstelle auf den Import der Zeiterfassung. Hier haben wir die Möglichkeit, ein neues Muster zu erstellen oder ein bestehendes aus einer anderen Installation zu importieren. Für unser Beispiel haben wir bereits ein Muster, Beispiel Venabo, erstellt und das sowie vorbereitet. Ich wähle das aus, klicke auf Weiter. Sehe jetzt, es handelt sich um eine CSV-Datei mit Trennzeichen. Klicke auf Weiter und bin jetzt im Importassistenten drin. Hier zu beachten immer, diese Dateien haben meistens die oberste Zeile, sind die Feldbezeichnungen. Somit sage ich, der Beginn ist ab Zeile 2 und die Feldbezeichnungen aus der ersten Textzeile nutzen. Das sehen wir hier unten. Das ist bei jedem Import eigentlich sehr, sehr ähnlich. Hier sehen wir auch, welche Felder das in dieser Import-Datei drin sind. Personalnummer, Lohnart, Wert, Monat und Jahr. Wir klicken da mal weiter, kommen wir nachher nochmals dazu. Und wir sind jetzt im Schritt 4 von 7. Sehen jetzt nochmals diese Felder und auf der rechten Seite die Zuordnung, die entsprechende. In diesem Beispiel importieren wir nicht einfach nur die Zeiten vom entsprechenden Lohn, vom Monat, sondern auch zusätzlich die Ferienzeit, die wir hier mit diesem Wert ebenfalls zuweisen. So, wir klicken auf Weiter und weil hier alles schon vorbereitet ist, gelangen wir direkt zum Schritt 7. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Schritt 5, das hat sich jetzt somit in diesem Beispiel, weil wir das Muster schon sauber erstellt haben, erübrigt. Hier würden wir die Mitarbeiterzuordnung vornehmen. Das heißt, die Mitarbeiter aus der Quelldatei, aus dem Import, zuweisen zu unseren Mitarbeitern im Selectline. Hier ist es dankbar, dass die Mitarbeiternummer vom Venabo zum Selectline identisch ist. Könnten wir hier unten auch mit diesem Flag markieren und dann über den Zauberstab hier ausführen. Ebenfalls im Schritt 6 machen wir die Zuordnung zwischen den Zulagen aus der Quelldatei und den Zulagen, die wir im Selectline haben. Hier handelt es sich um die Stundenlöhne, Überstunden und die Ferienauszahlung. Auch hier profitieren wir davon, dass die Zielnummern identisch sind von der Quelldatei zum Selectline. Nun im letzten Schritt im Importassistenten sehen wir jetzt die Mitarbeiter. Wir befassen uns jetzt hauptsächlich mit dem Mitarbeiter Nummer 5, Markus Tobler, und sehen jetzt, wir haben hier einen Stundenlohnimport von seinen 160 Stunden und 10 Überstunden sowie den 5 Tagen Ferien, die er bezogen hat. Sehen wir bei der Zeiterfassung auch noch, wir schreiben jetzt den Wert von 170, also 160 plus 10 Überstunden, nachher bei ihm in den Mitarbeiterstammdaten rein. Kann jetzt soweit das fertigstellen und sage okay. Wenn ich jetzt in den Stammdaten im Mitarbeiter Nummer 5 gehe, sehen wir jetzt in Zulagenabzügen, hat er jetzt diesen Import drin, diese 160 und die 10 Stunden. Momentan ist alles noch blau, das heißt aktuell aktive, weil wir noch keine Abrechnung gemacht haben. Wir sehen nachher in der Abrechnung, jetzt würden aktuell oder kommen aktuell beide Zulagen rein. Die eine mit 0, aber sie kommt rein. Hier ist es wichtig, dass Sie beim Import-File auch immer ein gültig Bis-Datum haben. Und wenn Sie regelmäßig, also jeden Monat die Zeiten importieren, könnten wir eigentlich auch diese Zulage hier weglassen. Wir machen jetzt die Abrechnung
und klicken dazu jetzt auf das Abrechnen, Abrechnungsassistenten, wählen hier nur den entsprechenden Mitarbeiter aus. Hier der Markus Tobler war das. Klicken auf Weiter und sehen jetzt hier bei ihm drin die Zulagen, diese Stunden, die er geleistet hat. Bei den Grunddaten hier ebenfalls bereits seine Ist-Arbeitszeit, die er geleistet hat, und wir können das jetzt mal mit Weiter bestätigen. Die Lohnabrechnung drucken. Bildschirm und sehen jetzt hier diese 170 Stunden, die er geleistet hat. Können diese fertigstellen, ja, beenden. Haben jetzt die anderen zwei Mitarbeiter nicht abgerechnet, die auch noch im File drin waren, und gehen zurück zum entsprechenden Mitarbeiter. Hier Zulagenabzüge und sehen jetzt, dass er, wenn wir den Monat noch abschließen, das ist klar, das habe ich jetzt noch vergessen, Monat abschließen, Januar, so zurück in die Stammdaten. Abzüge sehen wir jetzt hier, dass hier die Verwendeten auf vergangen gesetzt sind. Darum haben wir hier diese Filter, können wir die ausblenden, und diese werden beim Jahreswechsel sowieso wieder entfernt. Das heißt, sie tragen diese maximal 12 Monate mit und nachher werden die wieder auf Null gesetzt. Zu guter Letzt schauen wir jetzt noch in die Arbeitszeit und sehen jetzt hier, der Eintrag ist drin mit seinen 170 Stunden und den 5 Ferientagen, die wir importiert haben, und somit ist dieser Fall abgeschlossen. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.